Ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, dieses Video anzuschauen. Heute bereite ich dir die rote Beete Himbeerbooster vor mit dem Thermomix. Natürlich ist das auch was für die Gesundheit und Gesundheit kann auch natürlich auch schmackhaft sein. Also gesunde Speisen, gesunde Smoothies natürlich oder auch Salate, die können genauso schmackhaft sein. Die müssen nicht immer nur so, da fehlt immer eine besondere Pfiff und das verleiht dann auch besonders die Aroma für diese Nahrungsmittel. Heute mit dem Himbeersmoothie, Himbeerrote Beete Smoothie. Viele mögen ungern rote Beete, aber ich möchte dir zeigen, dass diese gesunde Nährstoffe, was in der rote Beete natürlich auch drin ist, wunderbar auch mit Genuss verbinden kannst. Also, wir nehmen hier 50 Gramm rote Beete. Ich habe so ein bisschen mehr genommen, etwas mehr, da ich sehr gerne rote Beete mag. Also ich habe jetzt so ca. 70 Gramm rote Beete genommen und hier haben wir dann noch, dann haben wir hier 100 Gramm Tiefkühl Himbeeren, da habe ich jetzt auch so 150 Gramm, so anderthalb mal die Menge, so ungefähr, ja. Gebe ich mit in den Mixtop hinein. Oh. So, man sollte gar nicht klopfen, ne? So, und dann natürlich auch 150 Milliliter Wasser, gekühltes Wasser mit rein. Und ich habe jetzt hier den braunen Rohrzucker, also 25 bis 30 Gramm. Du kannst aber natürlich auch das mit Honig ersetzen oder mit Agavendicksaft oder du nimmst einfach Erythrin, wenn du jetzt zum Beispiel auch am Abnehmen bist und gibst du mit hinein. So, und ich setze den Topfdeckel, den Deckel mit hinein. Und auf Stufe 10 eine Minute. So, und ich lasse das für dich durchmixen. Das geht ganz schnell. Die Minute ist schneller vorbei, als du denken kannst. So, bis gleich. Und schon ist es fertig. Und jetzt bist du genauso neugierig wie ich. Diese tolle Farbe, ich zeige es dir. Wow, sieht das nicht herrlich aus? Schau mal hier. Und ganz, ganz cremig und erfrischend. Also so den Tag zu beginnen, ist ja wirklich wunderbar. Also natürlich kann man jetzt auch noch etwas mehr Wasser mit hineingeben, wenn man das lieber etwas dünner mag. Oder du kannst hier auch natürlich noch etwas Milch in den Topf hineingeben. Und nochmal durchmixen, dann hast du auch einen wunderbaren Milchshake gleichzeitig. Aber das probiere ich erstmal. Also, rote Beete Himbeerbooster. Wow, das schmeckt wirklich, wirklich köstlich. Ich empfehle es dir nachzumachen, probiere es aus und wünsche dir gutes Gelingen dabei. Und bis bald. Deine Valeria.